Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist Sommerzeit immer Grillzeit pur. Und da hinter mir hat der Johannes den Grill schon angeheizt und wir sind da jetzt direkt am Fuschelsee. Und heute gibt es Beiriet und Filetsteak vom Galloway und ich glaube, das wird eine richtig coole Sache. Es geht beim Grillen um die Zeit, man muss sich die Zeit nehmen. Das ist etwas, was in Ruhe passieren soll und das sollte nicht ganz schnell funktionieren. Wenn ich jetzt einen Gasgrill habe und dann ist der in einer Minute heiß und ich lege ein paar Würstel drauf und in 10 Minuten haben wir gegessen, dann gehört das für mich nicht zum Grillgefühl, zum Sommerfeeling dazu. Wir starten damit, dass wir das Fleisch jetzt auf den Griller legen. Wir brauchen so und so relativ lang von der Zeit her. Wir haben ein großes Stück am Knochen und man sollte sich beim Braten unbedingt Zeit nehmen. Wir sind hier am Hang vom Geisberg, mitten in der Stadt Salzburg. Die Tiere sind hier auf den Wiesen rundherum. Ja, die Andrea Berger züchtet seit über 30 Jahren die Galloways. Das sind besondere Hochlandrinder, die ja im Winter sehr gern draußen sind. Es ist ja Wahnsinn. Also die Tiere wachsen da auf, eigentlich fast mitten in der Stadt. Festungsblick. Ja, das ist, sie haben einen schönen Blick. Ein Blick auf die Festung. Auf die Festung und auch auf den Dom. Und die haben totale Ruhe, frische Luft. Die Galloways sind eine der ältesten bekannten Rinderrassen. Sie sind sehr genügsam. Anfänglich habe ich sie importiert, aber es waren überhaupt ganz wenig Galloways in Österreich. Und es war auch sehr teuer damals. Die schottisches Hochlandrind, von denen hatte ich Angst wegen den Hörnern. Ich will nicht von einem Horn erfasst werden. Und so war das für mich ideal. Sie sind ganz gutmütig, ganz ruhig. Sie sind zutraulich. Und sie sind überhaupt nicht gefährlich. Beschäftigt habe ich mich immer mit Fleisch und für mich war sehr schnell klar, dass im Grunde genommen am Weg zum Schlachthof und dann im Schlachthof selber die meisten Fehler passieren. Und ich habe einfach jemanden gesucht, wo ich dann einfach Tiere kriege, die nicht dem Stress ausgesetzt waren. Und wo man natürlich als Wirt dann einfach einmal einen Großteil oder eben auch einmal ein ganzes Tier bekommt. So, das Galloway-Rind, das haben wir jetzt für 10 Wochen gereift im Ganzen und wir haben das Filet und die Beiräte, die was wir jetzt dann am Griller zubereiten. Und ganz wichtig, diese schöne Reifung bei dem Fleisch am Knochen, wir kriegen einen ganz tollen, intensiven Rindergeschmack. Ich brate das Fleisch jetzt einmal für 3-4 Minuten sehr stark auf jeder Seite an und dann gebe ich es auf die Seite, um es ein bisschen rosten zu lassen. Das dauert mindestens 10 Minuten, wenn nicht sogar 15 Minuten, um es dann später nochmal bei starker Hitze nochmal fertig zu garen. Es ist natürlich so, die Fleischfasern, die ziehen sich zusammen, wenn man es jetzt mit Hitze eben brät. Und diese Fasern, die müssen sie wieder entspannen. Und darum ist es ganz wichtig, dass man das Fleisch rosten lässt, weil sonst natürlich der Saft austritt am Teller und das ist nicht gewünscht. Als Beilage für mich ganz perfekt, einfach ein bisschen gegrilltes Gemüse. Und frisch vom Bauern. Frisch vom Bauern, wo wir es heute geholt haben. Ein bisschen Olivenöl dazu und für mich einfach perfekt. Ja, da vom Winkelhofer in Wals hat der Johannes sein Gemüse und seine Kräuter her. Und da mit Blick auf den Unterstberg wird hinter mir gerade Unkraut gejätet, weil wenn alles Bio ist, muss das natürlich von Hand gemacht werden. Du, heute haben wir grillen und brauchen ein paar Kreidel, brauchen ein bisschen an Salbei, Thymian, Rosmarin. Salbei, weil momentan am schönsten ist der Muscatella-Salbei. Er hat schön große Blattl und hat ein ganz, ganz intensives Aroma. Ja, der ist schön, dann nehmen wir gleich einen weg. So, Rosmarin brauchen wir noch. Ja, da vorne suchst du aus, was dir gefällt. Was natürlich toll ist, dass bei euch einfach alles Bio ist. Gell? Das ist schön. Der Vorteil, da kannst du jederzeit alles kosten. Also das ist dann schon klasse. Wenn man das sieht, da eigentlich aus dem Produkt, was bei uns aus der Erde wächst, eigentlich was Kostbares und was extravagant gemacht wird. Was ist jetzt da alles drin in dem Salat? Ja, den machen wir speziell für die gehobene Gastronomie. Das sind Sardanober, das sind so Blattsenfsorten. Und da haben insgesamt sicher 12, 13 verschiedene Gattungen drinnen. Passt. Gemüse haben wir, Kräuter. So, der Salbei kommt jetzt klein geschnitten auf das Gemüse. Jetzt kommt noch Rosmarin aufs Fleisch. Der Rosmarin zieht da jetzt richtig ins Fleisch rein, ja, oder? Ja, ich werde das jetzt dann nochmal umdrehen, dass der Rosmarin unter dem Fleisch liegt. Dann ist das alles voller Aroma. Ja. Wow, das Steak schaut auch schon gut aus.
Okay, das heißt, jetzt müssen wir eigentlich nur mehr den Salat machen, oder? Und sonst sind wir fertig. Salat marinieren wir und dann ist das Fleisch eigentlich relativ schnell fertig und dann werden wir anrichten. Das Filet von der Zubereitung, das geht jetzt ein kleines bisschen schneller. Es ist natürlich auch das zartere Fleisch. Die Beire, die muss natürlich schon super gereift sein, dass das sich schön grillen lässt. So da. Boah, jetzt bin ich echt gespannt. Ja. Ich glaube, sowas habe ich noch nie gegessen. Dann lasst es gut schmecken. Mahlzeit. Butterweich das Fleisch. Ja, Wahnsinn. Was sagst du jetzt, ist der Unterschied, wenn das Fleisch jetzt so lange gereift ist? Es ist natürlich, es wird geschmackiger, es wird intensiver. Es schmeckt wirklich schön nach Rindfleisch. Und für mich, natürlich beim Reifen, für mich geht es um die Trockenreifung, dass das Fleisch wirklich ordentlich abhängen kann und das macht es dann wirklich geschmacklich aus. Mhm. Und was ich merke, was mir richtig taugt, ist auch dieses Natürliche. Man sieht einfach, du hast wirklich nicht viel Zutaten verwendet, aber die sind halt richtig natürlich. Es braucht nicht mehr. Ja, braucht nicht mehr. Salzburg schmeckt.